Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Ich möchte kein Mitleid. Ich möchte gar nichts. Eckerlin läuft mit über 90 Kilo. Also ist dieser Kampf definitiv möglich. Edmond, wenn du meinst, mich so kritisieren zu müssen, dass du so viel Ahnung hast, dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Fight doch gegen mich. Zeig doch, was du kannst. Ist das sein Song eigentlich? Ja. Hat er gesungen oder was? Ja. Willst du mich verarschen oder was? Der ist doch jetzt Sänger. Was? Und herzlich willkommen bei Michael Kolik. Schön, dass ihr mit am Start seid. In diesem Video werde ich auf die Kritik eingehen, die ich gegenüber meinem Versuch geäußert habe. Dann werde ich auf Ringlife eingehen, etwas zu Eckerlin sagen, zu meinen MMA-Pro-Fights und auch einen möglichen nächsten Gegner nennen, beziehungsweise wie es denn bei mir weitergeht. Debüt Adnan Alic. Wollen wir das anhören? Da brauchen wir nicht viel sagen, wir wissen alles, war ein Flop. Na, das war nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Mach Spur ein bisschen vor, ob das ein Flop ist. Das. Edmund hat ja in seinem Video gesagt, dass es normal sei, dass man nicht gleich den Champ kämpft von Anfang an. Für mich ist trotzdem MMA und Kickboxen eine komplett unterschiedliche Sportart. Jeder, der das kann schon auch kein Mensch anhören. Kickboxen so kritisieren zu müssen, dass du so viel Ahnung hast, dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Fight doch gegen mich, zeig doch, was du kannst. Das weiß ich. Er weiß schon, also das Lachen war schon, das passiert eh nicht. Nein. Ich weiß schon, wo er das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bären kämpfen. Aber er ist doch ein lustiger Clown. Also er hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown. Also von daher ist es schon in Ordnung. So ein netter Kerl, ein süßer Kerl. Ist ein süßer Kerl. Weißt du, ein süßer Kerl. Was hat er mit Kampfsport zu tun? Hinter ein paar Sachen kann ich trotzdem nicht stehen hier. Ich muss erst mal eins sagen. Ganz kurz zu Ringlife, ne? Das ist wirklich ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf. Ja. Der guckt sich, der macht diese Reaktionsvideos von ihm. Er macht auch, hat jetzt, seit ich YouTube angefangen hat, Reaktionsvideos über mich gemacht. Ich sag dir, ich feiere den Typ so übertrieben. Voll, richtig korrekt einfach, und der ist real. Der ist einfach authentisch. Und das ist das. Und das hier, ich sag dir, das ist nicht real. Ja. Das ist einfach irgendwas Gestelltes, Schauspielerei oder sonst irgendwas. Aber das kann er ja schauspielen. Ich kenne den viel zu wenig. Die Leute sagen mir, das ist, ich sehe es nur in den Kommentaren, RTL-Bulle. Ja, genau. Also im echten Leben und im Fernsehen. Auch Polizist. Ja, richtig von Herzen. Ich will der beste Deutsche sein. Ich will. Jetzt. Ja, ich fordere ihn heraus, weil er ist zwei Gewichtsklassen unter mir, damit der Kampf nicht zustande kommt. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Eckerlin läuft mit über 90 Kilo rum. Und ja, ich habe gesagt, dass ich ihn nächstes Jahr überholen werde. Und ich glaube auch, dass ich das Potenzial habe. Aber was will er denn überholen? Kommen, um was meint er damit? Er will der Beste in Deutschland werden. Also. Man ist Kämpfer. Man braucht diese Selbstkraft, dieses Selbstvertrauen in sich. Mein Gott. Ich werde besser als die, ich werde besser als er. Er ist auch noch Life-Coach. Und so motiviert man sich. Auch noch. Versteht ihr? Mein Weg, Leute, ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre. Ja, ich bin so alles klar. Ihr hat fast unser Alter erreicht. Ja, fast. Das Gequake von dem kann ich mir gar nicht mehr anhören. Guck mal, ich sag auch jetzt das letzte Mal was darüber. Ich muss ja den jungen Mann mit seinen zarten 30 Jahren, er ist ja, nicht der stabilste, sag ich mal. Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Ich sag jetzt mein Statement dazu, sag ich mal. Statement oder wie auch immer. Meine Ansage an ihn. Er sagte, er braucht ja über ein Jahr Zeit, dass er eventuell gegen mich kämpfen kann. Soll er in einem Jahr, ist noch viel Wasser den Bach runtergelaufen, soll er in einem Jahr kommen? Soll er mein Management kontaktieren, soll er tief in die Tasche gehen und dann schauen wir, wer diese Veranstaltung austrägt und dann soll er einfach kommen. Ist egal. Soll seine 100 Kilo behalten, der soll gar nichts abkochen. Soll er kommen, wie er will. In einem Jahr, schauen wir, was in einem Jahr passiert. Da wird er noch ein paar Flaschen gekämpft haben und dann schauen wir, wie es gelaufen ist. So würde ich sagen und das ist mein letztes Wort zu ihm. Ich meine, das sind ja jetzt wieder die gleichen Videos. Man kann jetzt noch mal ein paar Mal hin und her. Ja, der das ist bringt, schwer. Das bringt auch gar nichts. Und das ist einfach sowieso Zeitverschwendung. In der Zeit könnte der ein bisschen mehr trainieren für dich. Genau. Und, hat er auch ein Ziel vor Augen, hat er ja gesagt. Genau. Er will den Champ, und wenn der Champ kommt, der kommt. Wenn er nächstes Jahr, Ende des Jahres sagt, ey Christian, lass kämpfen, du bist ready. Kein Problem. Dann findet der Kampf statt. Alles gesagt. Mein Urin sagt mir aber, der findet nicht statt. Echt? Dein Urin, alles. Brutal. Ja, Leute, das war unser letztes Video zu dem Thema hier. Small Clown Smick oder wie auch immer heißt. Nee, Spaß beiseite. Das war unser letztes Video. Da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. War gerne. Sehr gut mit dir. Und wir bauen dich auf jeden Fall öfters ein. OnlyFans. Und OnlyFans.